Hey Kenners und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der William Wallace Kampagne in Age of Empires 2 Definitive Edition. Diesmal Forschung und Technologie. Im Süden gehen Gerüchte von einem Giganten um, der die Truppen Schottlands anführen und mit seinem Großschwert Erde, Menschen und Pferde gleichermaßen spalten soll. Wenn dieser sagenhafte Ritter den Vormarsch Englands aufhalten kann, gewinnen wir mehr Zeit zur Entwicklung unserer Waffen. Schon jetzt stellen unsere Schmieden Schwerter her und unsere Pfeilmacher produzieren Pfeile und Bolzen. Deswegen war ja die Armbrust so gefürchtet, weil einfach für Langbogen und so weiter, so eine Ausbildung eines Bogenschützen hat einfach ein Leben lang gedauert, aber Armbrustschützen konntest du. Gib einem eine Armbrust und der lernt recht schnell. So, um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Soldaten werden feindliche Soldaten in ihrer Nähe automatisch angreifen. Sie können außerdem ihre Soldaten auswählen und mit der rechten Maustaste auf eine spezifische feindliche Einheit klicken, um den Angriffsbefehl zu geben. Ihr Dorf ist von Wäldern umgeben, aber das bedeutet nicht, dass es sicher ist. Englische Soldaten streifen raubend und plündern durch das Gebiet. Gut. Die Engländer verwenden fortschrittliche Waffen und Rüstungen. Um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Um ihre Zivilisation zu stärken, werden sie eigenständig einige Technologien entwickeln müssen. Durch die Entwicklung des Webstuhls werden ihre Dorfbewohner widerstandsfähiger. Wollen sie diesen entwickeln, klicken sie auf das Dorfzentrum und anschließend auf Webstuhl entwickeln. Bit 4, ho, ho. Bit 4, ho. Ich will jetzt eigentlich gerade nicht den Webstuhl entwickeln, aber egal. Erlaub, Bit 4. Ho. Bit 4. Oh, da oben ist Gold. Das ist schon mal gut zu wissen. Ho. Vargere, Bit 4. Erlaub, ho. Na, ah, da sind ja noch. Gott, sind da noch viele Schafe. So, jetzt kann ich da mal langsam ein weiteres Schaf hinmachen. Nahrung haben wir eigentlich genügend Leute, die das gerade machen. Hier? Du kannst mir mal gerade aber eine Mühle da hinbauen. So, aber gut. Die Entwicklung von Technologien kostet Rohstoffe, wertet aber auch ihre Zivilisation auf. Während sie Technologien entwickeln, lassen sie die Dorfbewohner arbeiten und erkunden mit dem Militär das Gelände. Oh, das war's sogar schon. Zusätzlich zur Nahrung von Bärensträuchern können die Dorfbewohner jetzt Schafe züchten oder Wild jagen. So. Gehen wir doch mal zur Feudalzeit voran, ne? Erlaub. Bit 4. Wenn sie ein neues Zeitalter erreichen, werden neue Technologien und Gebäude verfügbar. Um von der dunklen Zeit zur Feudalzeit aufzusteigen, benötigen sie 500 Nahrung. So, schicken wir mal das Schaf da rein. Ist immer ganz gut, also die Schafe irgendwo sammeln und immer wenn ein Schaf, also das nächste Schaf gekillt wird, einfach dann übernehmen lassen. So, die sind im letzten Busch. Zack. Jetzt gehen die alle auf das eine Schaf und zwar direkt unten im Dorfzentrum und das ist das Gute dabei. Wenn man die Schafe hier irgendwo hinmacht, dann haben die einen weiteren Weg. Das spart halt ein bisschen Zeit. Ist halt vor allem für den Mehrspielermodus wichtig, ne? So, komm, heute Altheit, du kannst ein bisschen schneller machen. So, zack, da ist das nächste Schaf.
Sie haben genug Nahrung, um zur Feudalzeit überzugehen. Allerdings brauchen Sie noch zwei Gebäude aus dem aktuellen Zeitalter. Glückwunsch! Am besten können Sie Ihre Zivilisation aufwerten, indem Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Nahe der Minimap unten rechts ist die Schaltfläche Untätige Dorfbewohner. Ein Klick darauf findet Dorfbewohner, die keine Aufgabe ausführen. In der Feudalzeit können Sie Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern aufwerten. Klicken Sie auf Ihre Kaserne, dann auf Zum Schwertkämpfer weiterentwickeln. Schwertkämpfern auf. Folgere? Wo war das denn jetzt mit dem? Da! Achso, hier, okay. Punkt, genau. Wenn man Punkt drückt, dann geht man automatisch auf den Nichtstunenden Dorfbewohner. So, ihr geht dahin. Da ist noch ein Schaf. Und, aufwerten, ja, was ist das? Versorgung entwickeln. Kosten 15 weniger Nahrung, wow. Durch die Weiterentwicklung zu Schwertkämpfern werden alle ihre Milizsoldaten zu den mächtigeren Schwertkämpfern. Die Geräusche sind immer echt lustig. Oh. Das ist ja schön, dass man immer so sieht, was wo gerade entwickelt wird. Die Engländer greifen wieder an. Erteilen Sie ihnen mit ihren neuen Kriegern eine Lektion. So. Ja, dann machen wir halt zuerst ihn. Na, geht doch. Den einen Engländer dann noch. Sind ihren Kriegern nicht gewachsen. Ja, den Engländern haben wir es aber jetzt seid ihr. So. Leaf Map. Longshanks ist in die Stadt Perth eingefallen und hat sie geplündert. Schlimmer noch, er hat den legendären Stein von Scone geraubt und sich selbst zum König Schottlands ernannt. Wenn wir nicht bald auf dem Feld siegen können, wird das schottische Heer zu demoralisiert sein, um den Kampf fortzuführen. Wenn dieser legendäre schottische Gigant wirklich existiert, so wünsche ich mir, dass er seine Streitkräfte nach Stirling bringt, wo unsere nächste Schlacht bevorsteht. So, unsere nächste Schlacht steht da bevor. So, zur Kampagne zurückkehren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.